Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Fahrenheit. So, wir werden mal den Mut weiter aufklären. In der letzten Folge haben wir ja... Schauen uns erstmal ein wenig um. In der letzten Folge steckt mir in der Haut von Lukas Kane und wir haben einen Mord begangen. Kann man irgendwas machen? Nein. Worum er diesen Mord gemacht hat, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, das bekommen wir noch zu erfahren. Was da oben? Ah, das ist irgendwie die Wetterkarte, oder? Mal schauen, wie es denn... Man kann aber hier nichts machen. Mal schauen, wie es Wetter wird. Es schneit ja noch draußen und minus 10 Grad. Okay, wir werden mal mit diesen beiden Kollegen sprechen. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Okay, dann werden wir mal auf die Toilette gehen. So, werden wir mal die Tür aufmachen. Ah, Tyler, komm mit. So, jetzt schauen wir uns mal ein wenig um hier. Mal schauen. Halt, kann man hier irgendwo was? Hat gerade was geblinkt. Wir schauen uns hier mal ein wenig um. Naja, erstmal hübsch machen. So, weiter geht's. Kann man diese Perspektive. Wir schauen uns erstmal den Toten an. Mehrere Wunden links in der Brust. In der Nähe des Herzens. Scheinen Messerwunden zu sein. Messerwunden? Okay. Kein Zeichen von Kampf. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Schauen wir uns hier mal um. An dem Mob ist Blut. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Genau, kann man hier sonst noch irgendwo was? Kann man das hier aufmachen? Ist ja nichts drin, aber gehen trotzdem mal hier rein. Halt! Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Okay. Halt! Gehen wir hier auch mal nachschauen. Ich weiß selber noch nicht, warum er Lukas Blut an den Händen hatte, bevor er da diesen Mord begangen hatte. Mensch, jemanden in der Toilette abzustechen. Echt verrückt. Ist ganz schön riskant gewesen. Hätte schließlich jederzeit einer reinkommen können. Wir schalten mal, wie wir umschalten, glaube ich, B. Genau. Jetzt spielen wir mal, kann man mit ihm noch irgendwo was hier machen? Okay, hat nur gespült. Kann er hier irgendwo noch? Nein, da auch nichts. Wir klappern mal alles ab. Oh, hier ist noch der Mülleimer. Er kann den Mülleimer untersuchen. Hallo, Mülleimer? Hallo? Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß? Glaub ich kaum. So, ah, klar, ich verstehe. Ich kümmere mich. Was ist denn da drin? Was machst du denn da bitte, Tyler? Nach Hinweisen suchen, was sonst? Okay, ist nichts weiter. Wir haben uns mal die Hände waschen. Wir haben uns ja auch dreckig gemacht. Oh. Halt. Ja, so, werden wir uns mal die Hände waschen. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, vielleicht. So, dann werden wir wieder mal auf Clara schalten. Hier vielleicht war es ein Racheakt. Oder ein Verrückter. Die gibt es in dieser Stadt echt überall. Als ich noch in der Bronze war, habe ich Typen gesehen, die dir wegen einem Paar Schuhe glatt den Bauch aufgeschlitzt hätten. Tyler, halt mal 2 Minuten lang die Klappe. Aber wo haben wir denn die Mord, wo hat Lukas denn die Mordwaffe, das Messer hingelegt? Das kann er nur, hier ist das Fenster auf. Und in der letzten Folge wurde auf einmal die Ansicht von draußen eingeblendet. Also wissen wir nicht genau, wo die Mordwaffe ist. Vielleicht ist sie ja draußen, vielleicht hat er sie aus dem Fenster geschmissen. Wo saß er denn? Er saß ja hier vorne irgendwo. Glaube ich hier, oder? Tun wir das mal untersuchen. Setzen wir uns mal hin. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer? Tja, das muss man erstmal suchen.
Schauen wir uns das Getränk eine mal näher an. Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein. Aber da war gerade so, als wenn das Messer fehlen würde. Hat er das benutzt? Ah, da unten liegt noch was. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. So, da haben wir noch was. Nanu, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Sonst gibt's hier nichts weiter, oder? Oder fehlt doch ein Messer? Ah, vielleicht kann das nur Tyler wieder. Wir schalten mal um. Gehen wir ein bisschen beiseite. Stellen wir sie mal hier ab kurz. Dann gehen wir mit Tyler da mal hin. Vielleicht kann er... Ah, müssen immer alle beide Charaktere benutzen. Steak und Pommes. Hat er ja kaum angerührt. Okay. Martin sagt, der Typ saß hier. Mehr kann er leider nicht machen. Carla? Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Okay, wechseln wir mal wieder. Okay, das war's, glaube ich. Kann man mit ihnen, mit den beiden nochmal sprechen, nicht? Dann würde ich sagen, wir gehen doch mal raus. Oder wir gehen mal hier hinten raus. Hallo? Nochmal drücken, genau. Da sind wir hinten rausgegangen, das wissen wir ja. Tyler, ich guck mal draußen. Kommt Tyler mit? Nein, er bleibt drin. Mal schauen. Oh, wer ist denn das da in der Ecke? Reden wir mal mit ihm. Ah, das ist der eine Typ, der uns gesehen hat. Guten Abend. Oh, hallo, Püppchen. Was kann ich für dich tun? Irgendetwas gesehen? In diesem Restaurant ist ein Mord geschehen. Sie haben nicht vielleicht irgendwas oder irgendwen gesehen? Ob ich was gesehen habe? Ich sehe gar nichts. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Okay, kälte? Verdammt kalt, ne? Boah, zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. willst du einen Schluck? Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Okay, wir haben gerade 5% verloren. Kann man mit ihm nochmal sprechen? Da würde ich sagen, kann man hier noch irgendwo was, hier kann man leider nichts weiter untersuchen. Da würde ich sagen, wir holen mal schnell Tyler dazu. Vielleicht kann er noch irgendwie was finden da draußen. Oder mit diesem Typen reden. Probieren wir mal unser Glück mit Tyler. Halt. Ja, er kann nochmal mit ihm reden, das ist gut. Hey. Was willst du denn? Irgendwas gesehen? Hören Sie mal. Sie haben nicht zufällig irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Ah, lass mich in Ruhe. Ich sag überhaupt nichts. Ich red nicht mit Bullen. Tja, oh, oh. Besten Dank für Ihre Hilfe. Weil da standen ja noch ein paar andere Themen zur Auswahl, aber leider können wir mit ihm nicht... Halt, was war das? Da hat was geblinkert. Ah. Halt. Gehen wir mal zum Feuer. Mal ein bisschen aufwärmen, tut auch mal gut. War ja nichts anderes mehr, oder? Täuscht das. Halt, hier. Da war noch was. Da war noch was. Nicht das Feuer. Umdrehen. Hallo? Laufen wir mal ein bisschen, ist ein bisschen komisch zum Steuern. Da war doch noch was anderes. Hallo? Müssen wir uns vielleicht mal so rumdrehen? Ne, ist nur das Feuer, oder? Ah, doch, hier. Da, hallo? Sehen wir uns mal ein bisschen um. Genau, jetzt erkennt ihr das Fenster. Das ist das Toilettenfenster. Mehr nicht? Okay, schade. Sonst hat er hier, glaube ich, nichts weiter versteckt. Das ist ihm schade, man kann bloß einmal mit dem Typen sprechen, oder? Da haben wir gar keine Chance mehr dazu. Hm. Fortgehen? Mensch, gehen wir, Carla. Ich kann kaum noch die Augen aufhalten. Ich will mich noch mal umsehen. Wir haben die Mordwaffe noch nicht. Sie könnte irgendwo versteckt sein.
Okay, wir müssen die Mordwaffe noch finden. Aber wo ist sie denn? Der Typ weiß leider nicht, wo es ist. Kann man hier irgendwo? Nein, da ist nichts mehr. Ah, das ist bloß das Redesymbol. Wo ist denn zum Henker, wo ist denn diese Mordwaffe? Eigentlich können wir die ja nur aus dem Fenster geschmissen haben. Muss das hier unter dem Fenster irgendwo sein, aber sieht nicht so aus. Würde ich sagen, dann gehen wir doch nochmal rein. Da ist abgeschlossen. Die Tür geht nur von innen auf. Okay. Angespannt. Minus 10% wieder. Müssen wir um das ganze Gebäude drumherum laufen, macht aber nichts. Kann man mit ihr auch rennen? Hallo, rennen? Ah, genau. Sie kann nur rennen. So. Halt. Mal kurz die Perspektive wechseln. Tyler lassen wir mal schnell noch draußen. Er kann auch ein bisschen frieren. Wir müssen die... Wo hat denn der Lukas die Mordwaffe versteckt? Da müssen wir doch nochmal hier hinten rein. Oder kann sie hier an dem Tisch noch irgendwas machen? Eigentlich haben wir alles... nein, hier blinkt nichts mehr. Also gehen wir nochmal auf Toilette. Da muss irgendwo... Ah, jetzt kommt er automatisch mit. Wo ist denn zum Henker? Wo ist denn... Ah, was war das? Ah, das war die Tür, okay. Da ist der... wir standen ja hier, wo man die... Hier war die Mordwaffe. Er hat die irgendwo da reingemacht. Hier kann man nichts machen. Schwierig, schwierig. Kann man auch nichts machen. Ah, was ist das für ein Symbol? Ein blutiges Tafelmesser. Offensichtlich die Tatwaffe. Der Mörder nahm das Messer vom Tisch, um das Opfer zu erstechen. Dann kann es wohl kaum eine vorsätzliche Tat gewesen sein. Tyler, hier ist ein Messer. Könnte die Tatwaffe sein. Hol Garrett. Er soll nach Fingerabdrücken suchen und das Blut auf der Klinge analysieren. Okay. Okay, sind wir jetzt fertig? Wir haben ja die Mordwaffe gefunden. Was soll man jetzt noch machen? Haben wir die Mordwaffe oder? Wir schalten nochmal auf Tyler. Muss er die Mordwaffe... Nein, er kann nichts sehen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ich hoffe, das war's jetzt. Kann man hier noch irgendwas machen? Nein. Halt, nochmal umschalten. Können wir jetzt vielleicht gehen? Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns nochmal umsehen, wenn du willst. Bestätigen? Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir es. Es wird Zeit, zum Auto zurückzukehren. Ich bin todmüde. Ach, wir müssen selber gehen. Ach so. Ich hab gedacht, die gehen automatisch. Ich weiß nicht, haben wir alles. Wir haben ja eigentlich alles. Halt, was war das? Können wir uns da nur hinsetzen, oder? Okay, stehen wir wieder auf. Schade, schade. Wir können mit keinem mehr reden. Also würde ich sagen, gehen wir doch einfach. Ich hoffe, wir haben ja eigentlich alles gefunden. Wir haben die Tatwaffe gefunden. Das Blut. Und sie werden ja das bestimmt auch kontrollieren. Das Blut, was auf der einen Toilette gefunden wurde. Ob es unser Blut oder vom Opfer ist, das weiß ich nicht. Steigen wir mal ein. Na, Tyler kommt auch, ich wollte es gerade sagen. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm.
Okay, Lukas Wohnung. 27.01. Das war alles nur ein schrecklicher Albtraum. Ich habe niemanden umgebracht. Hallo, dann schau dich mal im Spiegel an. Es war kein Traum. Es ist wirklich geschehen. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Einfach so zur Arbeit? Oh, mein Schädel. Ich habe das Gefühl, als trappelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Dagegen muss ich was tun. Und was ist bloß mit Lukas passiert? Das ist ja solche... wo kann man sich denn hier umziehen? Da? Okay, ziehen wir uns mal um. Ich muss was dagegen tun, dass meine Handgelenke weiter bluten. Okay, müssen wir uns erstmal verarzten irgendwie. Wir gehen erstmal hier, schauen uns hier mal ein wenig um. Ah, kann man ein Foto betrachten? Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall. Okay, er hat einen Unfall gehabt, die Eltern oder sie alle haben einen Unfall gehabt. Was für ein Unfall? Bekommen wir bestimmt noch zu erfahren. Kann man hier noch irgendwo ins Bett? Diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Ich bin eh nicht müde. Okay, dann müssen wir erstmal sauber machen. Kann man hier irgendwo was machen? Na, wir setzen uns mal hin. Und benutzen mal den Computer. Okay, B zurück beenden. A bestätigen. Bestätigen wir das mal. Posteingang. Keine neuen Nachrichten. Okay, B beenden. Kann man hier noch irgendwas? Mehr kann man da leider nicht machen. Okay, wir haben keine Mails bekommen. Dann können wir auch wieder aufstehen. Keiner schreibt uns. Okay, wir schauen uns weiter um. Ist hier hinten noch was? Sieht nicht so aus. Da können wir uns bloß wieder hinsetzen. Also muss man die Ansicht mal ändern. Was ist das da? Auch nix. Was da hinten noch? Okay, nix. Muss kürzlich erst umgezogen sein. Es stehen noch Kartons da. Da sind noch ein paar Bücher. Ah, wir verarzten uns erstmal. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Ich hoffe mal, er hat nichts getrunken. Okay, was ist das für ein Ton da? Sie hören KWL 605 und wir schalten um zu Cindy und dem Wetter von heute. Hi Cindy. Hi Peter, mein Rat für den heutigen Tag lautet, ziehen Sie sich bloß warm an. Denn letzte Nacht sanken die Temperaturen extrem und mancherorts haben die Schneemassen solche Ausmaße angenommen, dass... Okay, jetzt selbstständig wieder abgeschalten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Buch oder was da liegt in der nächsten Folge an. Bis dahin, ciao, tschüss, da guckst du.